Zehntausende Menschen haben am Samstag in Berlin unter dem Motto »Wir haben es satt« gegen eine zügellose Agrarindustrie und für eine bäuerliche, ökologischere Landwirtschaft demonstriert. Mehrere Umwelt- und Landwirtschaftsverbände hatten dazu aufgerufen. Die Veranstalter stellten in ihrem Protestaufruf die Frage, ob Essen in Zukunft noch von Bäuerinnen und Bauern oder von Agrarkonzernen erzeugt werde, die auf Agro-Gentechnik und Tierfabriken setzten und zu Dumpingpreisen für den Weltmarkt produzierten. Die anhaltenden Tiefpreise von Milch und Schweinefleisch würden Weltmarktanteile für Molkereien und Schlachtkonzerne sichern, aber auch tausende Höfe zum Aufgeben drängen. Jochen Fritz, Sprecher der Initiative Meine Landwirtschaft. Wir haben es satt, dass die Bundesregierung auf Exportorientierung setzt und wir aber einen anderen Weg gehen wollen. Wir wollen Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Wir gucken nicht länger zu, wie alle Höfe zumachen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, dass die Bauern von ihren Produkten leben können. Die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA würden den Druck auf die bäuerliche Landwirtschaft zusätzlich verschärfen. Agrar- und Ernährungspolitik müsse sich an den Interessen der Menschen, Tier und Umwelt orientieren und nicht der Konzerne. Die Demonstration fand in Berlin zum 6. Mal statt.